shot would be Reaper Sigaway. Sigaway Heights. Die Maschine deshalb, weil sie nicht üblicherweise die Anordnung eines Doppelwerkstattplatzes rechts angehen. Wenn Sie sich mal dieses Modell angucken, normalerweise sitzen Sie die Unterfläche vorne unten, bei diesem Modell sitzen Sie dahinter. Das ermöglicht Ihnen die Motor, wenn Sie nicht unten nicht zu haben. Und diese Maschine ist auch noch mit Einziehbarkeit ausgestattet, also ein sehr eleganter Doppelwerk. Das zweite ist von Paul Dornbrock, und der gewonnen. Um meine Grüße anzuwenden, von der Tischbank habe ich hier die andere Karte da, die soll ich doch nur nachreichen. Das ist der von der Doppelbinder, der hier nochmal anbietet, dass die Anbieter für eine Meter. So, da kommt die Tischbank rein, Landeschalter war eingeschaltet, Motor, Propellerfeuer ausgeschaltet. Einmal einen Applaus nochmal für diese Piloten. So, hier ist aber die Beechcraft Stackerwing. Wir machen sie nochmal ein Tiefenüberflug, aber hier auch einen Applaus. Vielleicht hängt der rechte Tag, wenn man noch ein bisschen die Oberseite aussieht, ideales Fotomotiv. Wer weiß also genau, wie man die Maschine in Szene setzt. So, hier ist also noch von der anderen Seite, hier sieht man noch ein bisschen den Gang, das Einzug da wirklich eine komplette Verschwindung. Und schauen Sie mal gleich, wenn er landungsweise, wenn er das Fahrwerk ausgefahren hat, die Abdeckung für das Fahrwerk. Thank you.
Stahlrohr ausgestattet. So wie es das Original auch hat. Also wirklich 5 Zylinder oder 7 Zylinder. Ja, hier unter der Haube, hier vorbeikommen. Ja, wir haben hier ein niederländisches Fahrer, das verstärkt im Löschfahrzeug in den Zugangsweg. Also das niederländische Fahrzeug mit dem Kennzeichen RD, also die Romeo Delta, 141J, Julia, bitte das Fahrzeug sofort wegfahren. Sie stehen in der Rettungsstraße, der muss weg und muss erachtet werden. Holländische Fahrzeug RD, 141J, bitte sofort das Fahrzeug wegfahren. Danke. Ich kann auch nochmal direkt am Stand vorbeischauen, sonst ist das mal von ganz schnell an.